Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Willkommen zum 7. Rift Podcast, präsentiert von riftnews.de. Ja, grüße euch auch. Und alles Neue macht ja der Mai bekanntlich, auch bei uns. Wir haben ein bisschen an dem Podcast gefeilt und haben uns jetzt mehr oder minder überlegt, dass wir 5 Rubriken einbauen werden. Um euch mal so ein bisschen zu erklären, wie das ablaufen wird, da haben wir einmal Telara hautnah. Also alle wichtigen Infos findet ihr in der Rubrik, was so gerade im Spiel passiert und so weiter. Dann haben wir die Stimme der Entwickler. Dort haben wir alle wichtigen Infos mal von den Entwicklern, Community Managers, Interviews und so weiter für euch zusammengetragen und unterhalten uns darüber ein bisschen. Dann kommt der Blick durch die Risse. Dort werden wir alle Neuerungen, die Rift betreffen, mal genauer unter die Lupe nehmen. Also Patch 1.2 gehört jetzt dazu oder irgendwelche Zukunftsaufsichten und so weiter. Dann haben wir Seraphins Schlachtfeld. Hier werden denn alle wichtigen PvP-Themen besprochen. Und zum Schluss haben wir noch die Stimme der Auserwählten, wo ihr eure Gilde vorstellen könnt. Also ihr könnt immer noch an chaosmol@gmx.de E-Mails schicken mit eurer Gilde und so weiter. Könnt aber auch ins Forum schreiben. Und wir laden euch dann mehr oder weniger für den nächsten Podcast ein. Genau, da habt ihr dann die Chance, bisschen mit mir über eure Gilde zu sprechen. Ja, und wer möchte das nicht? Ja, genau. Da freut sich denn jeder so lange schon drauf. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir auch gleich mal an mit einem nicht ganz Telara wichtigen Thema. Wir möchten euch nochmal daran erinnern, dass nächstes Wochenende die RPC in Köln stattfindet. Wir werden, wie gesagt, auch da sein. Ich bitte euch dann fleißig in der News, die ihr auf der Seite finden werdet, eure Fragen zu stellen, die wir denn den Jungs von Tryon da höchstpersönlich auf der RPC stellen werden. Also schreibt fleißig eure Fragen und wir probieren euch natürlich Antworten zu holen. Und ja, gucken wir mal, was dabei raus wird. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal zu unserer ersten Rubrik. Telara hautnah. Da wurde jetzt der oder die Hotfixes 21 und 22 aufgespielt. Große Änderungen waren eigentlich nicht dabei. Man hat theoretisch ein bisschen was noch an der Münzsperre geändert, dass man halt nicht mehr in öffentlichen Chats schreiben kann, rufen, whispern, Guildenmitgliedschaften für sich selbst ändern kann oder so. Also das geht alles nicht mehr. Das haben sie geändert. Ein bisschen was an den Bonusfähigkeiten haben sie gemacht, weil ich das weiß. So Wobei ich nebenher. sagen muss, um einmal kurz drauf zu sprechen zu kommen, richtig, sie haben die Bonusfähigkeit auserwählten Kräfte soll ja theoretisch nur eine Ebenenladung verbraucht werden, wenn man die benutzt. Es wurden aber meist immer 3 verbraucht. Das soll gefixt worden sein. Unsere Leute haben immer noch den Bug in vielen Situationen. Ja, das Also so ist ganz hat immer das nicht ganz merkwürdig. geklappt. Also. Vor allen Dingen haben sie einem ja wirklich im Hotfix versprochen, dass es definitiv auf jeden Fall gefixt wurde. Stand, glaube ich, extra sogar nochmal so mit dabei. Und irgendwie ist es immer noch so, dass man entweder alle drei Ebenen Ladung abgezogen bekommt oder gar keine. Das wäre natürlich der bessere Fall. Alle drei ist natürlich immer Ja, ärgerlich. oh ja, also das ist sehr komisch. Aber gut, gucken wir mal, dass der nächste Hotfix das vielleicht ändert. Vielleicht. Das waren erstmal so unsere Telara aktuell Rubriken, weil es ist nicht wirklich was großartig in Telara passiert. Keine World First Kills oder sonstige Sachen, die wichtig waren. Oh, Also. wir arbeiten ja dran. Täglich. Ja, gut, kommen wir zur nächsten Rubrik. Die Stimme der Entwickler, und da haben wir einiges. Fangen wir mal Ja. an mit natürlich dem Interview auf Gamona. Wenn denn, fangen wir damit mal an. Wer das Interview auf Gamona noch nicht gelesen hat, kann ich euch nur empfehlen. Findet ihr auf unserer Seite, riftgamona.de, habt ihr auch einen Link. Da wurde halt so ein bisschen die Zukunft von Rift angesprochen, beziehungsweise so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, wie Tryon eigentlich arbeitet. Also generell muss man erstmal sagen, alle Entwickler, die das Spiel entwickelt haben, arbeiten noch bei Tryon. Normalerweise ist es ja so gang und gäbe, dass die Entwickler denn ein paar Entwickler rausschmeißen und dann mit einem kleinen Team irgendwie an Patches und so arbeiten. Das ist bei Rift nicht so. Da arbeiten noch alle Leute,
die auch vorher mitgewerkelt haben. Ja, finde ich eigentlich auch relativ gut. Ich meine, es gibt ja wirklich nicht viele Entwicklerstudios, die es so machen. Und ich denke, es hat auch den Hintergrund und auch den Vorteil für uns, weil sie ja wirklich immer hautnah und ja, wöchentlich irgendwo irgendwelche Sachen nachschieben wollen oder einfach schnell irgendwo an irgendwelchen Sachen Änderungen vornehmen wollen. Das ist natürlich dann wirklich nur mit einem großen, eingespielten Entwicklerteam möglich, ne? So in dieser Geschwindigkeit die großen Patches rauszubringen. 1.1, jetzt 1.2, der jetzt bald kommt am 10. Ja, da kommen wir ja später hinzu. Jo. Ja, sonst, sie stellen auch immer mehr Leute ein. Also besonders eben halt Support-Leute und so stellen sie weiterhin ein. Falls ihr interessiert seid, könnt ihr auf die Try-on-Seite gehen und da gucken, dass ihr euch da bewirbt. Das Problem ist bloß leider, ihr müsstet dann bereit sein, nach Amerika zu ziehen. Also, also muss man da ein bisschen für reisefreudig sein. Ah, es tut man nicht Also alles sagt für einen sonst das Top-Job. Interview, man hat sich halt so ein bisschen drüber unterhalten, wie man es hätte vielleicht machen können. Warum hat man zum Beispiel keine Sandbox gewählt und statt dieses Themenpark-MMO? Tryon sagt sich so, die sind offen für alles. Also sie haben dieses Themenpark-Ding erstmal gemacht. Sie haben Sachen eingebaut, die funktionieren und sind jetzt sozusagen für alles offen, was man noch so einbauen kann. Ja. Was haben sie noch erzählt in dem Interview? Sehr interessant dürfte für einige Leute sein. Tryon plant ein Fanfest, wie zum Beispiel, wie nennt man das, eine eigene Convention. Wann sie das genau tun wollen, wissen sie selber noch nicht, aber es wird kommen. Ja, das war erstmal so das Interview, wie gesagt, mit Gamona. Das könnt ihr euch auf unserer Seite auch gerne nochmal angucken, das ist kein Problem. Kommen wir zum nächsten Interview. Scott Hartzman, der Chef von Tryon, hat sich in einem Interview zu Massively mal geäußert. Nee, Quatsch, nicht zu. Doch, zu Massively? Doch. Nee, Quatsch. Mit Sam haben sie gequatscht. Mein Fehler, Entschuldigung. Ach, Sie haben natürlich lustig. mit Sam quatscht. Nicht mit Massively. Aber ich glaube, da war auch was mit Massively. Ja, in den letzten Tagen ist ja viel, oder in den letzten 1, 2 Wochen viel mit Interviews Ja, gewesen. der Scott Hartzman quatscht ja sehr gerne. Also der rennt eigentlich von einem Interview zum nächsten, wo auch, glaube ich, mal die Entwickler mal dazu einen Kommentar abgegeben haben, so von wegen, ja, sie wissen immer nicht so ganz, was sie erzählen dürfen und was sie nicht erzählen dürfen, halten sich dann immer zurück und nächsten Tag steht das irgendwie groß und breit getreten in irgendein Interview von Scott Hartzman. Da sind sie dann auch schon so ein bisschen so, ah, hätte der uns nicht mal aufklären können? Ja, aber er hat eben halt, kurzes Interview mal ein bisschen zu erläutern, er hat mehr oder minder sich zu dem Patch 1.2 geäußert. Dazu kommen wir aber später noch genau. Und er hat eben halt noch so eine kleine Aussicht auf PvP gegeben, dass sie da noch ein bisschen was tun wollen. Aber dazu kommen wir auch später noch. Das Interview, wie immer, findet ihr auf unserer Seite. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr des Englischen mächtig seid, lest es. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir auch gleich mal der Blick durch die Risse, die nächste Rubrik auf unserer Liste. Und die wird etwas länger, weil, wie gesagt, das ist ja die Rubrik, wo wir uns um die Zukunftspläne von Rift kümmern und da ist ja der Patch 1.2 auf die Testserver gekommen. Ja, ziemlich großer Patch diesmal wieder. Ja, also ich denke mal, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass ihr am 10., also am 10. Mai soll der wohl rauskommen, erstmal vorläufig. Es wurde ja erst gesagt, der 4., jetzt ist es ja der 10. Da könnt ihr euch Ja, schon die mal haben darauf eine, einstellen. Entschuldigung, Marcel, eine Woche verschoben. Genau warum hatten sie jetzt auch nicht gesagt, ne? Ja, sie wollen noch. Also der 4. war ja nie wirklich direkt angesetzt. Tryon hat gesagt, so Leute, passt auf, also wir würden gerne den 4. machen. Wenn sie es aber noch irgendwas ändert oder wo man sagt, oh, da müssen wir noch irgendwas dran drehen oder so, dann verschieben sie es auch. Das haben sie jetzt getan. Aber ihr könnt euch schon mal am 10. darauf einstellen, dass ihr in etwa so 1 GB runterladen müsst, Erneuerung. Also Ja, das ist zurzeit in wirklich etwa das, viel. was man auf dem Patch-Server hat. Ja, dann kommen wir mal zu den Patch Notes für Patch 1.2. Hier sei wieder mal gesagt, wir werden uns nicht um die Klassen im Allgemeinen kümmern, weil das ist wieder viel zu viel. Ja, es ist ja sehr viel Balancing diesmal wieder drin. Also da bitten wir jeden dann wieder, sich selber durchzulesen oder sich überraschen zu lassen. Ist ja auch eine schöne Sache. Und wir gehen zu den handfesten Dingen über. Ich denke mal, die größte Änderung dürfte sein, und es ist leider nicht die Gildenbank, die wird mit Patch 1.2 nicht kommen, sondern das Gruppe-nach-Suche-Tool.
Ja, jetzt hast du natürlich erstmal wieder unsere Zuhörer wieder ein bisschen bitter aufgestoßen. Viele haben sich ja die Gildenbank gewünscht, aber es gibt ein neues Tool. Ja, wie gesagt, Gildenbank gibt es nicht, aber das Gruppe nach Suche Tool. Genau. Ja, was macht dieses? Also, es ganz kurz zu machen: Wer WoW gespielt hat, wird sich sofort damit zurechtfinden. Wer WoW nicht gespielt hat, kurz erklärt: Man kann sich ganz einfach anmelden für eine Gruppe. Dort habt ihr die Möglichkeit, euch als Tank, Heiler, Schadensverursacher oder Unterstützer anzumelden. Das Tool selber guckt, was ihr für Seelenbäume habt. Also nicht mit dem ihr aktuell rumläuft, sondern was ihr insgesamt für Seelenbäume habt. Habt ihr keinen Tank-Seelenbaum, könnt ihr auch nicht tanken. Habt ihr keinen Heiler-Seelenbaum, könnt ihr euch natürlich nicht als Heiler anmelden. Also guckt immer, was für Teile ihr insgesamt gelernt habt und dementsprechend könnt ihr euch auch anmelden. So. Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll. Mal Ja, schauen. es ist ja. Also ich hoffe, dass das Tool wirklich mit diesem Mix aus vielen oder verschiedenen Seelen und Skillmöglichkeiten danach auch wirklich klarkommt und das nicht falsch erkennt irgendwo. Ja, genau. Das fürchte ich auch vielleicht noch irgendwo. Aber das werden wir ja dann sehen. Ich denke mal, da wird dann auch Tryon dementsprechend reagieren, wenn es so laufen sollte. Und ich denke mal, Belohnung sie gibt's werden das ja. System auch verbessern. Ja, genau. Ja, mit Sicherheit. Wenn es nicht funktionieren sollte, werden sie da auf jeden Fall dran arbeiten. Was nicht so funktionieren sollte, dass es sinnvoll funktioniert. Aber Belohnung gibt es ja schön dafür, wenn man random Gruppen sucht. Ist ja, glaube ich, für 7-mal die Woche. War das richtig? Ja, Ein du kannst Platin? insgesamt diese Belohnung 7-mal abstauben, aber ihr könnt so oft euch da für das Tool anmelden, bis ihr schwarz werdet. Genau. Na, Belohnungen gibt es, zurzeit ist es so, das kann sich immer noch ändern. Ihr kriegt zusätzlich eine Gedenktafel für T1 und T2 natürlich nur. Und ihr kriegt ein Platin zusätzlich. Das könnt ihr halt bis zu 7-mal abgreifen in der Woche. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr die 7 Dinge an einem Tag machen wollt, an einem Wochenende oder über die ganze Woche verteilt. Das bleibt euch überlassen. Aber halt 7-mal nur in der Woche. Ja, sozusagen wieder Release. Genau. Dann könnt ihr euch, aber das geht nur, wenn ihr random macht. Ihr könnt euch nämlich auch für spezielle Dungeons anmelden. Dann kriegt ihr diese Bonis nicht. Also das mal nur zur Info. Ihr könnt euch natürlich nicht nur für Dungeons für anmelden, sondern auch für Risse und Quests. Das finde ich allerdings mit der Rissgeschichte oder mit der Questgeschichte finde ich zum Beispiel wieder sehr interessant. Also wenn man sich jetzt wirklich abends mal einloggt und sagt, auch oh, jetzt hier. Jetzt würde ich einfach mal gerne nur ein paar Risse schließen hier. Und das erspart einem dann natürlich wirklich so diese ganze Suchaktion nach Leuten. Genau. Aber es gibt da eine kleine Begrenzung, nämlich du bekommst bei den Rissen und Quests wirst du nicht hingeportet. Also bei Dungeon wird man natürlich hingeportet, bei den anderen beiden nicht. Ja gut, aber man musste ja vorher bis jetzt auch immer dann zum Riss laufen. Und also das wäre dann wirklich für die ganz Faulen. Ja, natürlich, man hätte sich auch nicht zu den Dungeon porten müssen. Besonders nicht, da es Server intern ist. Also es ist nicht zum Beispiel wie bei World of Warcraft über alle Server verteilt, sondern wirklich nur, ihr sucht nur auf euren Server. Und ich Ja, denke ist, mal, das denke ist ich, gar nicht so auch ganz schlecht. wichtig, genau. Ist Na, auf jeden Fall. ich mich das Benehmen mal sich die WoW Leute ein. wenigstens ein bisschen und dann ist man auch bemüht, in einer Random-Gruppe sich auch ein bisschen anzustrengen und ein bisschen wirklich Gas zu geben. Wenn man das wirklich serverweit machen würde, da hast du bestimmt immer den einen oder anderen dabei, der sich wie die letzte Sau benimmt und das ist schon ganz gut. Ja klar, das hast. Man muss ja dazu sagen, man hat das ja hier auch. Ich habe heute wieder so einen Kollegen gehabt, der auch meinte irgendwie, weiß ich, ich habe eben halt nach T1 in ihm, um mal kurz eine Anekdote zu erzählen. Ich habe noch nach T1 in ihm gesucht. Da schrieb mich dann einer an mit plus DD Krieger, wo ich dann nur zurückgeschrieben habe, Fragezeichen, ganze deutsche Sätze. Was möchtest du jetzt von mir? Ja, dann kam als Antwort nur noch zurück, ja wie jetzt, ey? Ich dachte, ihr sucht hier noch nach einer T1-Instanz oder was? Ja, und dann schrieb ich nur zurück, ja, tun wir. Ja, ich bin Krieger und halt DD. Dann meinte ich, ja, warum hast du es nicht gleich gesagt? Ja, nee, lass mal sein und bye. Naja, lieber vor der Ini gleich sich trennen als nachher in der Ini. Ich bin auch so sah, also warum hat er nicht gleich am Anfang gesagt, ich möchte gerne mit in die T1-Ini und bin Krieger? Aber Damage Dealer wäre okay. Ja, viele sind halt so Schreibfaul. dieses Schreibfolge, genau. Es gibt ja manchmal, wenn man so den Chat aufmerksam mal mitliest, gibt es ja irgendwelche wilden Kürzel dafür, irgendwelche
Instanzengruppen oder was weiß ich auch immer, wo man sich dann denkt, so, was ist das jetzt hier für ein Geheimcode, ey? Ja, kann ich gar nicht ab. Also die 5 Sekunden hat man jetzt auch manchmal noch, um die 2 Zeilen zu schreiben. Ja, ist auch nicht so mein Ding. Ich schreibe das lieber auch gerade einmal vernünftig, dann wissen die Leute, was ich von ihnen will, was ich bin und fertig. Besonders dieses Plus hat mich vollkommen irritiert. Ich bin es ja gewöhnt, dass die Leute mich nur mit irgendwie DD anschreiben oder ich bin Schoko und DD oder so eine Sachen. Darum bin ich ja schon irgendwo zum Teil gewöhnt. Aber dieses Plus, um nicht mal mehr zu schreiben, ich möchte mitkommen. Vielleicht sollte das Plus Gut. ja auch irgendwie super scharfer DDler Ach so. Ah, also wie Summa heißen. Cum Laude sozusagen beim Ärztetitel. Ja. Okay. Gut, ja, das macht Sinn. Gut, wir sind jetzt auch gerade wieder ein bisschen abgedriftet. Also wie gesagt, das war so das Gruppensuchtool, finde ich eine gute Idee, dass es erstmal nur serverintern ist, weil ich habe es öfters gemerkt, wenn es eben halt serverweit ist, dass die Leute sich denken, ja, pf, aus dem Augen, aus dem Sinn, die sehe ich nie wieder, die Idioten, ich kann mich hier benehmen wie der letzte Mensch auf Erden. Ja, das war die erste große Neuerung sozusagen mit Patch 1.2, aber das war noch bei weitem nicht alles. Sie werden auf jeden Fall, um erstmal bei dem PvE-Zeugs und bei den Marken zu bleiben, so wie es zurzeit aussieht, liebe Community, wird die Daily Quest verschwinden für Instanzen, für T1 und T2. Kurz erklärt, es ist so zurzeit auf dem Test-Server gewesen, dass im Meridian steht der Questgeber ja oben im Turm normalerweise. Der hatte keine Quest mehr und dafür haben sie einen Questgeber neben dem Porticulum hingestellt, damit man nicht mehr so weit laufen kann. Der vergibt jetzt auch keine Quest mehr, sondern gibt nur noch ein Expertenriss. Also er vergibt das Item, dass man einen Expertenriss aufmachen kann. Also er hat auch keine Daily mehr und ich finde auch diese Daily nicht mehr in den Städten. Also ich habe mich schon tot gesucht und da war nix. Okay, also der gute Warum alte Trion das Mann ohne gemacht Gesicht hat, steht nicht mehr für uns zur Verfügung. ja, wie gesagt, warum Trion das gemacht hat, verstehe ich nicht, weil im selben Atemzug, das muss man auch ganz klar dazu sagen, haben sie die Preise für die T1 und T2 Sets erhöht beim Händler. Also nehmen wir mal den T2 Gürtel. Der hat ja vorher irgendwie 100 Marken gekostet, oder? 100? Das mag sein, ja. Ja, Also genau, waren 100. Ja, ich sehe gerade. T2-Preise waren ja eh immer ein bisschen teurer als die Ja, genau, waren nur T1-Preise. 100 Marken für den Gürtel zum Beispiel. Jetzt braucht man 118 Marken. Erstmal komplett eine krumme Zahl. Und irgendwie verstehe ich nicht, warum man jetzt 18 mehr braucht. Also das Was verstehe ich ich mir irgendwo vielleicht nicht. vorstellen könnte, wäre, dass sie es nochmal wieder ein bisschen vereinfacht haben mit diesem Dungeon Finder zusammen. Dass man sozusagen das System guckt, hat der gute Mann, der jetzt gerade hier den Dungeon macht, den Dungeon schon einmal die Daily Quest gemacht oder so nach der Richtung und man bekommt es dann sozusagen wie die Quest, die man ja immer im Experten-Dungeon bekommt, sozusagen noch mit dabei beim Betreten des Dungeons. Das kann ich leider nicht sagen, weil ich habe probiert, das Tool zu benutzen, aber ich habe nichts bekommen. Also ich habe keinen Invite bekommen. Da passiert irgendwie nichts. Ja, es sind wahrscheinlich zu wenige, die es nutzen. Oder Ja, es ist natürlich. einfach noch nicht so wirklich, dass es funktioniert. Was ich mir, glaube ich, nicht vorstellen kann. Aber das könnte ich mir zum Beispiel, das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Ja, wäre natürlich schön, weil so könnte man wirklich irgendwo in eine Instanz gehen, greift sich das Teil ab und schick es. Das wäre natürlich super. Genau. Aber das Ja, werden wir dann wohl erst dann werden wir erfahren. uns überraschen lassen müssen. Genau so sieht's aus. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, das erstmal zu dem PvE-Teilen. Nee, halt nicht ganz. Stimmt. Nee, wir bleiben erstmal noch kurz bei PvE. Weil mit Patch 1.2 wird es wieder eine neue Raid-Instanz geben. Ja, genau, da wird es jetzt ja in Zukunft 10er-Raids geben. Also nicht mehr 20er, sondern 10er. Also die 20er gibt's immer noch. Ja klar, sicher, die wird es noch weiterhin geben, aber Ja, das hat zusätzlich sich jetzt halt so kommt noch angehört, wie mal. es gibt keine Nein, nein, 20er nein. Instanzen mehr. Um Gottes Willen. Na sicher gibt es die auch noch. Aber wie gesagt, kleinere Grüppchen. Und finde ich auch sehr interessant für Leute, die zum Beispiel wirklich jetzt nicht in einer großen Gilde sind, dass man dann einfach mal so schnell eine 10er macht. Genau. Man muss dazu sagen, die 10er wird nicht irgendwo einfach stehen. So wie es zurzeit die beiden 20-Mann-Raid-Instanzen sind, sondern sie werden so ein bisschen wie die Risse sein. Also die heißen Slifers. Heißen die so? Ich verwechsel die immer.
Ja, irgendwie so in der Richtung, da war was, ja. Genau, Slifers. Die heißen Slifers, die Dinger. Die kann man aber nur sehen, wenn man sich beim Ebenenhändler für 25.000 Planarit einen Zusatz gekauft hat. Also, das ist Fertigkeit, die kriegt man dann ganz normal und mit denen kann man dann einfach diese Slifers sehen. Ist ja Man fast braucht ein dafür Schnäppchen. keine. Ja, 25.000, ne? Das habe ich auch mal so nebenbei auf der Tasche. Ja, das ist schon eine harte Nummer, aber ich denke mal, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Slifers sieht man denn dadurch. Ich weiß nicht, ob das alle aus der Gruppe haben müssen, ob das nur einer braucht. Ich weiß es nicht. Ich habe so einen Slifer noch nicht testen können, weil ich habe keine 25.000 Planarit auf dem Testserver. Also sollte das einer von Tryon hören, bitte, bitte gibt uns 25.000 Planarit auf dem Testserver. Danke. Ich denke mal, dass es sich so belaufen wird, dass es wie auch hier diese Bonusfähigkeiten, die man sich ja erwerben kann, dass es einer in der Gruppe haben muss, um das Ding dann zu öffnen oder zu erkennen. Und alle anderen können dann mitjoinen. Ja, das Das weiß wäre ich halt schon, nicht. ja, denke ich mal, dass es wieder so gemacht wird. Ich hoffe es. Wäre schön. Ich auch. Ja, also wie gesagt, dann kommt man ins güldene Sanktum. So heißt das schöne Ding. Das ist halt, da gibt es glaube ich drei oder vier Bosse zurzeit. Und die kann man dann halt machen. Ja, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema, was zwar auch mit PvE irgendwo was zu tun hat, aber eher an die Rollenspieler gerichtet ist. Nämlich die Garderobe. Oh ja, schöne Sache. Das finde ich echt eine super, super, super Geschichte. Für mich persönlich zumindest. Und ich denke, viele, viele andere Spieler, die aus, sagen wir mal, Herr der Ringe kommen, wie auch immer, sind das ja sowieso schon gewohnt gewesen. Und ja, das ist genau. Mit der Garderobe hat man die Möglichkeit, sein jetziges Aussehen so zu verändern, wie man es gerne hätte. Also man hat zwar noch seine ganz normale Rüstung, die man trägt mit seinen Stats drauf, kann aber in Garderobe, ja, ich sag mal, die Schultern oder die Hose seiner optischen Wahl einsetzen, um dann wirklich so auszusehen, wie man möchte. Also man ist nicht mehr gezwungen, wirklich optisch nach dem Rüstungsset, was man momentan wirklich um die Stats zu haben, zu tragen. Hoffe, dass ich das jetzt so richtig wiedergegeben habe. Na klar, es ist halt wirklich so, wie du schon gesagt hast, man hat jetzt irgendeine Schulter, die total bescheuert aussieht, gute Stats hat, man findet die andere Schulter aber schöner, hat aber schlechtere Stats, man kann das Model einfach rüberpacken. Man hat Genau. bis zu vier Sets, die man sich anlegen kann. Die kosten aber dann, also man hat automatisch erstmal ein Set zur Verfügung und ein Standardset. Und dann kann man sich halt, glaube ich, das zweite Set kostet dann irgendwie 10 Platin. Das nächste habe ich nicht getestet. Aber es wird dann, Das ist denke ich, mal halt ein bisschen wieder mehr kosten. so wie bei den Seelen, dass man sich einfach dazu kaufen muss dann. Und dann kann man da, denke ich mal, auch wieder so hin und her switchen. On the fly. Ja, genau. Also du kannst einfach hin und her klicken. Du musst nicht mal irgendwie jetzt zum Beispiel wie bei Seele wechseln, dass der erste Balken voll läuft oder so. Du kannst einfach klicken und dann wechselt er das automatisch. Ja, das Ganze ist natürlich ein bisschen begrenzt und zwar kann nicht jeder jedes Teil tragen, so wie er es gerne hätte. Dann nehmen wir mal an, jetzt sagen wir mal, ein Schurke trägt ja normalerweise eine Lederrüstung und so ist es ihm auch nur möglich, in dieser Garderobe Leder zu tragen. Genau. Also ein Krieger kann dann zum Beispiel nicht Stoff tragen oder ein Magier kann auf einmal nicht mit dem Plattezeugs rumrennen oder so. Das geht nicht. Das ging mal eine Zeit lang. Also natürlich nur auf den Testservern, so irgendwie für 2, 3 Tage ging das oder so. Das haben sie dann aber geändert. Also wirklich nur Schurke und Leder tragen. Krieger können eine Platte tragen und so weiter. Ich würde Ja, mir genau, also persönlich nach noch seiner Klasse. wünschen, genau, ich würde mir persönlich noch wünschen, dass Tryon das auf die richtigen Sachen ausweitet. Also zur Zeit ist es ja wirklich so, dass der Krieger zum Beispiel Leder tragen kann. Das ist zum Beispiel, was mir gar nicht fällt. Wird zum Glück aber nicht so häufig gemacht. Aber ich sag mal jetzt gerade für diese Garderobe, wenn man dann wirklich irgendwo einen Krieger hat, der dann, ja, sagen wir mal, mit einer Stoffrobe durch die Gegend rennt. Und erstmal gar nicht so als Krieger zu erkennen ist von Weitem, dann wird man sich auf jeden Fall ziemlich schnell überraschen, dass es gar kein Magier ist oder halt irgendwie ein Stoffi. Oder auch gerade Schurke. Ich habe das zurzeit schon ein, zwei Mal gehabt. Irgendwie einen Krieger auf mich zurennen sehen, in Leder, Komplettrüstung.
Ich habe dann kurz auf den Balken geschaut und weil ich immer noch dieses WoW-Farben-Ding drin habe, dass der Schurke einen gelben Balken hat, habe ich den als Schurke identifiziert. Das war aber ein Krieger. Das war dann halt so doof irgendwo. Ja, Gut, man aber merkt wie halt gesagt, richtig. das geht nicht mit der Garderobe. Dann wird Tryon, haben sie auch schon gesagt, neben dem Farbenhändler steht mit Patch 1.2 ein neuer Händler, ein Kleidungshändler. Dieser Kleidungshändler gibt euch spezielle Freizeitsachen. Die können von ihm getragen werden, aber sehen dann eben halt so, ja, Freizeitklamotten halt. Ich weiß nicht, was Tryon darunter definiert, weil der Händler zurzeit noch nichts auf dem jetzigen Testserver verkauft. Na, ja, Hauptsache es sind ja Jogginghosen. Ich glaube, das sieht auch etwas bescheuert aus, wenn du mit Jogginghosen und so rumrennst durch Rift. Also irgendwie würde das nicht zu dem Mittelalter-Setting passen. Nicht so richtig. Also so könnte man sich ja so einfach Ja. mal so vorstellen, der typische deutsche Urlauber so. Oh mein Gott. Nee, bitte nicht. Nee. Ich hoffe, sie bauen da schöne Sachen ein, dass das wirklich eine Ja. nette Geschichte wird. Lederhosen, Bierkrug. Jawohl. Dann geht's ab. Ja. Hier, das ist auf jeden Fall erstmal soweit die Garderobe. Eine schöne Änderung. Ach ja, doch, eine kleine Sache noch zu den Garderobe. Die Waffensets könnt ihr nicht ändern. Also die Waffen sehen leider immer noch so aus, wie sie aussehen. Das geht nicht. Ja, kommen wir zum nächsten Teil. Es wird neue Risse geben. Und erstmal bei den normalen Rissen gibt es drei neue Events. Die konnte man am Sam nee, Quatsch, von Donnerstag auf Freitagnacht konnte man das testen auf dem Testserver. Alle, die das nicht mitgemacht haben, kann ich sagen, ihr habt nichts verpasst. War nichts Aufregendes, weil Unspektakulär. ich konnte selber nicht testen. Ich habe Videos von gemacht. Ich werde so auch demnächst jetzt mal in den nächsten paar Stunden noch schneiden und dann hochladen. Ja, das erste Event war mehr oder weniger wirklich nur eine Karawane begleiten. Also es kommen immer so mehrere Karawanen aus allen Richtungen, aber man hat so viel Zeit dazwischen, dass man die locker immer begleiten kann und die Gegner sind auch nicht so heftig. Danach wird dann irgendwie die Glücksküste in Schimmersand angegriffen mit Kanonen. Die muss man zerstören. Okay. Das war schon ganz nett gemacht, aber jetzt auch nichts Herausforderndes. Dann gibt es noch ein neues Event in Eisenkieferngipfel. Das soll ja irgendwie eine Art Tower Defense sein. Also du musst irgendwelche Punkte verteidigen und Risse schließen in der Zeit. Aber also so, wir haben, glaube ich, gar nichts verteidigt, sondern nur die Risse geschlossen, die 20 Dinger und die 20 Invasionen platt gemacht. Und das Ding war dann abgegessen. Und dann gibt es noch ein neues Ding in Stillmore, das fand ich ganz witzig. Man muss halt so eine Schattenkristalle sammeln. Und das muss jede Fraktion für sich tun. Also die Fraktionen arbeiten da mehr oder minder gegeneinander. Man muss diese Kristalle sammeln. Die gibt man dann ab. Ich glaube, 200 Kristalle waren es für jede Fraktion. Und man aktiviert dann dadurch ein. Also bei den Wächtern, bei den Skeptikern ist es ein Kriegsroboter. Und wenn beide aufgeladen sind, rennen sie zu dem Boss und bekämpfen den. Das ist dann so eine Art, ja, wie Godzilla, dass sich da drei Leute sozusagen prügeln. Und wenn man den Boss besiegt hat, bekämpfen danach sich der Wächterroboter oder Geist, was auch immer die da haben, gegen den Skeptikerroboter. Und beide Seiten müssen dann gucken, dass ihr Roboter gewinnt. Das heißt, es wird dann da eine übelste PvP-Schlacht irgendwo geben. Und der zum Schluss dann den gegnerischen Boss noch besiegt, bekommt dann halt den Loot. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Also interessanter Also das zumindest wie letzte. die anderen Sachen. Ja, das letzte war wirklich interessant. Die anderen beiden Dinger waren so, ja, ganz nett. Was mir immer wieder auffällt, dass in Stillmore ja wirklich immer so dieser Wächter-Skeptiker-Zergepunkt ist. So. Jetzt auch wieder mit dem neuen Event, wenn das dann da stattfindet. Also es ist alles echt irgendwo so in Richtung Stillmore verlagert, habe ich so das Gefühl. Das ist ja auch die Endzone zum Teil, aber sie wollen das ja irgendwo in Zukunft noch entschlanken. Wo wir gerade bei PvP sind, eine kleine Sache noch dazu. Die NPCs wurden gebufft in den neutralen Städten. Lasst euch nicht einfallen, im Patch 1.2 Leute in neutralen Städten anzugreifen. Das wird dann sehr witzig für euch, weil die NPCs hauen jetzt wirklich sehr, sehr böse Kellen. Also ich hatte gestern eine Gruppe gehabt, die meinte aus Langeweile zu dritt das Camp in Stillmore terrorisieren zu müssen. Das war ein Tank irgendwie, ein Magier und noch ein Heiler. Also da kamen dann irgendwie drei NPCs, die haben den Tank mit dem Heiler im Rücken innerhalb von 5 Sekunden aus den Latschen gehauen und haben danach die anderen beiden in 0, nichts auf den Boden geschickt.
Ist das Und denn sie selber haben Schaden bekommen. gebietsabhängig, sag mal, wie stark dann die NPCs sind, oder ist das wirklich jetzt komplett serverweit ausgeweitet, dass die wirklich komplett stärker sind? Nee, nee, das ist wirklich nur für die neutralen Städte. Alles klar. Also es ist wirklich jetzt für Stillmore, Schimmersand, so halt, wo sich Wächter und Skeptiker immer in einer Stadt getroffen haben. Und zurzeit ist es ja wirklich so, dass die Wachen Witz sind. Da kommen dann irgendwie 20 Wachen und der Spieler lacht sich ein Fäustchen, was die eigentlich von ihm wollen. Ja, das stimmt, das ist wirklich so. Das haben sie jetzt abgestellt. Auch an die Schurken da draußen mit ihrem Verschwinden. Das klappt nicht. Ich habe es ausprobiert. Interessiert die Wächter nicht, die sehen euch. Und das ist kein Bug. Ich glaube, der Also die Radius sehen wurde ja euch auch nochmal wirklich. erhöht. Ich sag mal, dass man als Schurke zum Beispiel in Stealth irgendwo durchschleichen konnte. Ja, das ist ja nun schon lange Da ist, glaube ich, ja so. auch irgendwie nochmal ein bisschen was verschärft worden, ne? Ja, nee, das ist schon lange so. Aber gut, das ist auch gar nicht jetzt das Thema. Wir wollten noch kurz zu den Rissen kommen. Da waren wir eigentlich, das war ja unser richtiges Thema. Es gibt einen neuen Riss oder neue Risse. Es wird Handwerksrisse geben. Das heißt, ihr habt in eurer Hauptstadt die Möglichkeit, euch einmal die Woche Materialien, also eine Quest zu machen, wo man dann Materialien für einen Handwerksriss bekommt. Bei diesem Handwerksriss droppen dann ganz tolle Sachen für euer Handwerk. Ihr könnt dann da eure Gildenmitglieder oder was auch immer mitnehmen und das dann machen. Solltet ihr alle Bonusrunden schaffen, kriegt ihr nochmal Materialien für den nächsten Handwerksriss. Und ihr könnt es dann sozusagen so lange machen, bis ihr genügend Sachen habt. Für Handwerker. Oh, noch mehr Dailies sozusagen. Ja, aber gerade Handwerks, besonders mit diesen Plaketten, die man ja fürs Handwerk braucht, da gibt es jetzt übrigens neue Rezepte. Also Okay. irgendwie, ich habe jetzt gesehen, beim Ausstatter gab es irgendwie zwei neue Rezepte. Einmal für Stoff und einmal für Leder. Ich habe mir das aber jetzt nicht genau angeguckt. Also, das ist schon ganz gut. Man bekommt da auch eine Marke drin in diesem Handwerksriss und so. Also ich denke mal, das ist eine ganz gute Sache. Ja. Das war erstmal so ein bisschen die Aussicht auf Nee, wir haben einen noch Blick was. durch die Risse. Haben wir noch? Haben wir noch? Oh Gott. Ja, das Auktionshaus. Ah! Das Das Auktionshaus, Auktionshaus richtig. wurde überarbeitet. Da hat man jetzt ja die, Gott sei Dank, endlich die Möglichkeit, ein bisschen gruppierter zu suchen oder nach genaueren Punkten zu suchen, die man eigentlich wirklich sucht. Bis jetzt musste man sich ja wirklich immer qualhaft durch das ganze Auktionshaus wühlen, um seine Sachen, die man dann eigentlich sucht, zu suchen. Und jetzt hat man auch, glaube ich, die Möglichkeit, bestimmte Werte anzugeben, um dann zu filtern. Richtig, man kann jetzt den Namen mit Preisen eingeben, so. Also man kann nach Preisen suchen, man kann nach Klassen suchen, man kann nach bestimmten, also jetzt zum Beispiel grünen Sachen suchen, nach blauen Sachen, epischen, dann Relikte und es gibt irgendwie eine neue Kategorie, durchsichtig. Was durchsichtig ist, weiß ich auch noch nicht so ganz, aber Okay, das nee, da werden kann wir ich dann jetzt auch keinen Reim rausfinden. draus machen. Vielleicht gibt es denn irgendwie Items aus den Slifers, die durchsichtig sind, weil da gehst du ja mehr oder weniger andere Zeitschiene und so. Ich weiß es nicht genau. Damit könnte das vielleicht zusammenhängen, richtig, weil andere es ja nicht sehen. Ja, kann sein, weiß ich nicht, werden wir sehen. Wir werden uns auf jeden Fall überraschen lassen. Und Genau. ja, wie gesagt, das Auktionshaus war eigentlich so noch die größere Neuerung. Ja. Da würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten Punkt über. Seraphens Schlachtfeld. Wie gesagt, das ist so meine Rubrik. Viel über PvP. Wir bleiben erstmal noch beim Patch 1.2. Da hat sich nämlich auch einiges im PvP getan. Erst einmal, die ganzen PvP-Items wurden geändert. Also die größte Neuerung ist, dass jetzt Heldenmut viel mehr Schutz gibt gegen PvP-Spieler. Also irgendwie, ich glaube, wenn man Rang 6. 6 voll hat oder 5 voll hat, hat man insgesamt 33% mehr Schutz gegen Spieler. Und man hat für Rang 1 bzw. Rang 2 das so eingerichtet, dass man mit Rang 1 jetzt schon PvP-Items bekommt und mit Rang 2 die restlichen. Dass man sozusagen, wenn man Rang 2 zu voll hat, das erste komplette PvP-Set zusammen hat. Ja. Ja. Das dann kommt halt mit Rang 3 und 4 die nächsten und die ersten Waffen und all sowas. Also das ist jetzt mehr nahtlos aneinander gepackt und nicht so irgendwie, wie man es jetzt hat. Irgendwie kriegst du mit Rang 2 deine Schuhe, dann kriegst du mit Rang 5 mal wieder Schuhe, dazwischen irgendwie mal ein paar Ringe. Also das haben sie jetzt alles ein bisschen aneinander gepackt. Ja, sie wollten es ja so ein bisschen, Ziel bei der ganzen Geschichte, weil die Leute, die wirklich viel Raids und Instanzen gehen, dass man da so ein bisschen für die Leute, die wirklich nur PvP fixiert sind, mit dem Set so angleicht, ne, halt.
Genau, weil es ja zurzeit so irgendwo war, selbst wenn ich nur PvP machen wollte, um erfolgreich auch mich wirklich irgendwo behaupten zu können, musste ich erstmal ein bisschen PvE machen. Das wollen sie halt damit umgehen. Und das finde ich auch in Ordnung so. Ja, Ja, für arbeiten alle, muss man ja? dafür ja noch genug. Genau, Also, weil nämlich die bis man das Set Preise. voll hat, hat man ganz schön viel gerackert. Ja, also erstmal aufsteigen im Rang ist natürlich nicht ohne. Und die Preise wurden erhöht. Also man wird jetzt auf jeden Fall mehr brauchen, um sich ein Item kaufen zu müssen. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass Twilion es so gemacht hat, dass die Prestige und die Gunst, die man bekommt, erhöht wird. Zum Beispiel auch für die PvP Daily, für die Battlegrounds. Man kriegt jetzt überall Gunst und Prestige, egal wo man sich im Schlachtfeld befindet. Besonders in Sprosshafen war das ja immer so gerne eine Sache, dass die Leute stundenlang an dieser Brücke rumgezerrt haben und gar nicht die anderen Aufgaben gelöst hat, weil man denn keine Gunst und Prestige mehr bekommen hat. Das ändern sie jetzt auch. Ich finde es eine sehr gute Sache, dass man das alles Ja, mal so ein bisschen macht. alleine der Interessant Sprosshafen, dürfte. der Ja. wird dann endlich hoffentlich mal spielbar. Sinnvoll. Naja, zurzeit ist das ja wirklich nur ein großes Gezerr. Ich spiele auch schon so gut wie gar nicht mehr Sprosshafen. So ein Scheiß. Also wirklich, was die Leute da manchmal abziehen, immer nur die Brücke campen, bis man schwarz wird. Gut. Anderes Thema. Genau. Da können wir mal irgendwann mal gesondert drüber kommen. Wir wollen hier bei Patch 1.2 noch bleiben. Interessant dürfte für die Leute sein, die sehr viel PvP auch im Low-Level machen. Man kann sich dann für 17.000 Ehre das 90% Mount holen für Gunst ab 40. Also für Leute, die Gold wie zum Beispiel Platin sparen wollen, ist das eine echte Alternative. Und gerade 17.000 Gunst ist schnell gemacht. Ja, das müsste man jetzt mal schauen. Ich habe das jetzt gar nicht mehr so selber auf dem Schirm, wie das bei mir damals war. Ob man halt durch das Sammeln von Platin schneller wäre oder durch das Ansammeln von Gunstpunkten, um ans Ich Werk zu kommen. hatte mit Level 40 mehr als 17.000 Gunst. Es kommt natürlich darauf an, wie viel PvP man macht. Also ich habe es Genau, immer so ja, klar, das gemacht, ist. so pro Tag eine halbe Stunde PvP habe ich immer so gemacht und das locker drüber, ganz weit drüber. Ja, okay. Ja, dann ist Also das das dürfte. auf jeden Fall ein super Angebot. Ja, sollte man sich dann mal vielleicht überlegen. Was sich noch geändert hat, ist bei der Fraktion von Sprosshafen. Dort kriegt man die Waffen, kriegt man ja normalerweise jetzt im Patch 1.1 mit verehrt. Die kriegt man jetzt ab nicht geschätzt, sondern dekoriert sogar. Und dekoriert kriegt man relativ schnell zusammen. Also für alle Leute, die noch epische Waffen brauchen, dürfte das ganz gut ins Auge fassen, weil die Waffen sind in etwa auf T1 Niveau. Also epische T1 Waffen, das ist doch schon eine ganze Menge. Ja, die heben sich ja schon alleine durch die ganzen Werte von den, ich sag mal, nicht T1 oder T2 Waffen schon deutlich ab. Wenn man dann wirklich in den Geschmack kommt, eine T1 Waffe zu haben, wird man das auch sofort merken. Das Mount gibt es nicht mehr ab verherrlicht, das 110% Mount, sondern nur noch ab verehrt. Das haben sie schon. Dafür gibt es jetzt aber Runen, die kann man sich auf Helm packen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da sind eben halt nochmal Heldenmut drauf und entweder 11 Beweglichkeit, Intelligenz, Stärke oder Willenskraft. Das kann man sich aussuchen. Und ja, das waren so erstmal die Änderungen an den Items für PvP. Dann hat Tryon jetzt vor 2, 3 Tagen Änderungen an den Diminishing Returns von CC-Effekten im PvP bekannt gegeben. Also kurz erklärt, die CC-Effekte sind eben halt sowas wie Stun, Verlangsamen, man wird zum Eichhörnchen, man wird gefeart, so eine ganzen Sachen. Das sind ja die CC-Möglichkeiten und die Diminishing Returns sind eben halt die abnehmende Wirkung davon. Das heißt, zum Beispiel jetzt das Eichhörnchen bleibt maximal 8 Sekunden beim ersten Mal, beim zweiten Mal sind es nur 4 Sekunden und wenn man das dritte Mal das auf einen wirken würde, wäre man immun dagegen. Und das hält dann 30 Sekunden lang an, diese Immunität. Das ist ja soweit bekannt. Das haben sie jetzt mit allen Sachen sozusagen in einer Linie gebracht. Also Silence, Entwaffnen, Stun, Verzaubern, die ganzen Sachen eben halt, teilen sich jetzt ein Diminishing Return Timer. Und was neu dazugekommen ist, Verlangsamungseffekte. Das heißt, wenn irgendwer euch festwurzelt, zum Beispiel der Magier mit seinem Feuergefängnis,
oder der Schurke euch verlangsamt oder so, dann geht das auch nur noch zweimal und dann seid ihr 30 Sekunden lang immun. Das ist auf jeden Fall, hört sich nach einer netten Sache an. Die Frage ist Meine natürlich, Meinung ja gut, dazu. 30 Sekunden ist natürlich auch nicht ganz lange mit der Immunität und wenn es danach wieder von vorne losgeht. Also nimm's mir nicht übel, aber meine Meinung dazu ist, Trial, was habt ihr euch dabei gedacht? Was soll der Scheiß? Also es ist ja nun nicht so, dass ich als Schurke manchmal überhaupt Probleme habe, jemanden hinterherzukommen. Gut, es geht, ich kann ihn meist verlangsamen. Aber wenn ich daran schon wieder denke, dass der Magier nach zweimal verlangsamt, hüpfend und springend durch die Welt geht und dort seine Attacken castet, der wird mir schlecht. Genauso wie der Kleriker. Der läuft dann weg und hottet die anderen zu und ich komme nicht mehr ran. Die nächsten 30 Sekunden. Geil. Ich freue Ja, mich das jetzt schon. stimmt. Andererseits, also ich als Magier-Spieler finde die Änderung gar nicht mal so schlecht, weil ich mich des Öfteren über irgendwelche Stunnereien aufregen muss, wo ich dann wirklich immer da stehe und denke nur so, ah, wo kommt denn jetzt der Schurke? Wann bin ich denn endlich tot? Gegen Stunts habe ich auch nichts. Dass man da nun nicht 20 Sekunden lang insgesamt in Stunt stehen muss. Also bitte mich nicht falsch verstehen. Ich hasse es, wenn man da erstmal 10 Sekunden lang nur im Stunt steht. Das soll nun nicht sein. Aber dieses Verlangsamen. Ich meine, als Nahkämpfer kommt man da dann nicht mehr wirklich hinterher. Ja, nee, das stimmt, du musst ja erstmal ran. Das ist richtig. Weil dann schubst sich am besten noch der Kleriker erstmal 30 Meter wieder zurück und dann kommst du gar nicht mehr ran. Dann war es das. Dann ist der weg. Ja, das ist dann gewesen. Also das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Keine gute Idee. Genauso wie sie wollen die PvP-Seelen bei allen Klassen nerfen. Finde ich persönlich nicht gut, weil bei den meisten Klassen ist es wirklich so, was ich im Forum gelesen habe. Jeder sagt jetzt schon, also wenn du PvP machen willst, dann nimm lieber noch irgendwie eine Heil- oder eine Tankseele dazu, aber nicht die PvP-Seele. Das ist zurzeit meist so der Stand. Ja, Und nach okay. dem Nerf, hat sich das dann, glaube ich, Kovakum mal erledigt. Sind denn die Unterschiede jetzt? Ich habe mir selber noch keine PvP-Seele zugelegt. Also, es sollen doch aber viele Sachen drin sein, die einem wirklich im PvP helfen, oder nicht? Oder sind die Unterschiede gar nicht so gravierend? Also, ich kann jetzt vom Schurken mal komplett sprechen. Es sagen viele Schurken, nimm dir lieber gleich die Tankseele, weil du bei der PvP-Seele zu viel proc-abhängig bist und zu viele Fertigkeiten irgendwie dazu noch aktivieren musst, dass du wirklich einen Schutz hast. Das hast du denn mehr oder minder bei der Tankseele nicht, weil da ist es ja schon generell aktiv. Ja. Ich habe gesagt, mir selber persönlich, na gut, ich werde es jetzt trotzdem erstmal mit der PvP-Seele probieren. Und da sind auch wirklich nette Sachen drin, zum Beispiel jetzt AE-Effekte treffen zu 25% oder machen zu 25% weniger Schaden. Das nervt Tryon jetzt auf 15%. Wo ich sage, warum nerven die denn AE? Das ist, weiß ich nicht. Also bestimmte Erinnerungen entziehen sich so ein bisschen meines Wissens. Warum, weshalb, wieso? Okay. Müssen wir, denke ich mal, sehen, wie sich das Ganze dann jetzt auf dem Genau Live-Server das ist das Problem. verhält. Ich kann auf dem Testserver leider kein PvP machen. Ich habe mit Level 50 nur zwei Schlachtfelder zur Verfügung und die gehen auch nie auf. Also ich habe da schon mal spaßeshalber eine Stunde mich angemeldet, da passiert nichts. Also Okay. ich kann es nicht mal testen. Also total bescheuert. Ja, das war erstmal soweit Seraphens Schlachtfeld zu den PvP-Themen. Ich denke mal, nächste Woche oder so. Beziehungsweise wir wissen noch gar nicht, ob wir nächste Woche überhaupt einen Podcast schaffen. Mal gucken, weil wir ja wie gesagt in Köln sind. Und ja, werden wir mal sehen, ob wir einen Podcast Genau. machen. Mal Ja, die schauen, aber Stimme der. ich sage mal, viele Änderungen wird es jetzt ja bis Patch 1.2 erstmal nicht geben, bis zum 10. Aber dann werden wir uns auf jeden Fall, denke ich, wieder massiv viel Themen haben. Ja, kommen wir mal zu die Stimme der Auserwählten. Da muss ich euch leider sagen, diese Rubrik bleibt heute erstmal noch leer. Beziehungsweise diese Woche. Aber wir rechnen mal damit, dass es nächste Woche, beziehungsweise beim nächsten Podcast, es besser aussieht. Genau, bewerbt euch, sprecht oder. Ja, bewerbt euch. Wie gesagt, ihr habt drei Genau. Möglichkeiten. Ihr könnt ins Forum schreiben. Wir haben dazu einen extra Forum-Thread. Da könnt ihr reinschreiben. Ihr könnt euch über das Meldeformular ganz einfach auf der Seite melden. Das kommt auch bei uns an. Und ihr könnt eben halt an chaosmol@gmx.de das Ding schreiben. Und das kommt auch an. Also ihr habt drei Möglichkeiten, euch zu melden. Ja,
Das war es erstmal wieder mit dieser Woche im Podcast. Wie gesagt, schreibt ordentlich eure Fragen im Thread für die RPC, damit wir Tryon richtig schön mit Fragen löchern können. Garantierte Antworten gibt es nicht. Oh. Hast du noch irgendwas, Bödi? Hast du unbedingt. Ich bin auch schon am Überlegen, aber es ist momentan so viel, was so mit Patch 1.2 war und so richtig jetzt gravierende Sachen fallen mir auch momentan gar nicht mehr ein. Ja, Nee, ich denke mal, wir haben auch ansonsten erstmal zu, alles. genau, ich freue mich auf jeden Fall über jede Gilde, die sich jetzt bewirbt hier. Schön mit denen ein bisschen quatschen, ein bisschen schnacken und einfach mal so hören, wie es so bei denen läuft und da freue ich mich drauf. Ja, na dann wünschen wir euch allen noch da draußen einen schönen Tag und bleibt uns gewogen. Genau, man hört sich beim nächsten Podcast.